Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 11 News Update. Heute geht es um die 100% Patch Notes der Season 11. Ich weiß, ich habe gerade erst vor wenigen Stunden, sage ich mal, ein Early Patch Notes Video aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt war aber noch, beziehungsweise rausgehauen, zu dem Zeitpunkt war aber noch nicht klar, hey, die 100%igen Patch Notes werden heute veröffentlicht. Zusätzlich zum Early Patch Notes Video gibt es aber inhaltlich auch noch Gameplay von Season 11. Deswegen konnte ich das heute erst 19 Uhr veröffentlichen. Ich wünsche euch jetzt hier viel Spaß. Ich wechsle direkt rüber auf die EA-Seite, wo alle Patchnotes stehen. Ich lasse euch das im Hintergrund so ein bisschen offen, dass ihr das mit überfliegen könnt. Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Ich habe keine Ahnung, was sich alles komplett ändern wird. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß jetzt beim Patchnotes-Video. Ich bin es nur ein bisschen überflogen. Und hier und da muss ich mich leider korrigieren, habe ich schon gesehen. Über Ash müssen wir nicht reden. Wir müssen über die neue Map nicht reden. Wir müssen Battle Royale Map Kartenrotation. Das ist schon das Erste, was mich mega überrascht hat. Wir bekommen wieder eine 2-Map-Rotation. Olympus und Kings Canyon fliegen raus. Aktuell habe ich noch nichts davon lesen können, ob wir ein oder zwei Wochen am Anfang nur Stormpoint die neue Map zocken können. Vielleicht kommt das später noch. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal zumindest für den ersten Split gehe ich davon aus, dass das so bleiben wird. Nur die neue Map und Rand der Welt. Arena-Kartenrotation. Das ist jetzt hier leider alles komplett auf Deutsch, nicht auf Englisch. Deswegen Zugabe, so heißt die Map nicht. Ich weiß nicht, ob das Encore bedeuten soll. Mit der Einführung von Zugabe umfasst die Arena-Kartenrotation jetzt nur dieselben erstellten Arenenkarten. Wir werden für Arenen im Entkommen-Update, also im Escape-Update, quasi Season 11, keine Battle Royale Locations verwenden. Okay, es gibt also keine Battle Royale Locations, sondern eigenkreierte Maps. So verstehe ich das jetzt. Neue Waffe KSMG müssen wir nicht drüber reden. Rangliste. Gibt es ein paar interessante Sachen und im Early Patch Notes habe ich etwas gesagt, was so tatsächlich nicht ganz stimmt, was ich aber in einem offiziellen Livestream für alle Early Access Nutzer rausgehört habe. Also folgendes, ab sofort schließen auch Rangunterschiede zwischen Killer und Opfer die Berechnung der Kill-RP ein. Das heißt, bist du Platin und haust jemanden auf Diamant zum Beispiel weg, bekommst du mehr Punkte, als wenn du Dia gegen Dia oder Platin gegen Platin. Die Differenz wird ja auch gleich aufgesagt. Aber was ich im letzten, also in dem Early Patch Notes Video sage, von wegen, man muss nicht zwingend für maximale RP einen Sieg haben, ist hier so nicht richtig. Man braucht für maximale RP trotzdem einen Sieg, obwohl es in dem Livestream so erzählt wurde. Die Kill-RP-Obergrenze wurde von 6 auf 7 erhöht. Das heißt, 6 Kills auf 7 Kills oder eben 7 statt 6 Assists. Und dann kriegst du volle Punktzahl, wenn du dann noch einen Win holst. Ich lese das jetzt nicht 1:1 vor, weil das einfach too much ist. Was auf jeden Fall wichtig ist, wir bekommen nicht als Opfer irgendwelche Punkte abgezogen, sondern dieser Multiplikator gilt nur, wenn du einen Kill gegen jemanden machst, der vermeintlich schlechter ist im Rang oder eben besser. Das heißt, du bekommst weniger Punkte, wenn du zum Beispiel auf Platin spielst und haust einen Bronzespieler weg. Die Differenz dürfte normalerweise gar nicht sein, weil die Unterschiede eigentlich dazwischen zu groß sind. Kriegst du eben für einen Kill nur 3 Killpunkte. Dann hast du hier zum Beispiel gleiches Niveau, Platin, Platin zum Beispiel kriegst du 10 Punkte, Platin gegen Diamant zum Beispiel kriegst du 12 Punkte und so weiter und so fort. Ich denke, das Prinzip sollte klar sein und hier steht es auch, Opfer verlieren im Falle ihrer Neutralisierung nicht mehr oder weniger Punkte. Es geht hier nur um den Multiplikator für denjenigen, der gekillt hatte. So, hier, das lasse ich alles außen vor. Da kann man sich zusammenrechnen, was die maximalen Rank-Punkte sind. Aber ich möchte es nicht unnötig in die Länge ziehen. Rangliste Arena ist jetzt auch sehr interessant. Rangliste Arena besteht erstmalig jetzt auch aus 2 Splits. Ob das jetzt so sinnvoll ist, keine Ahnung. Ich bin von so einem Split ehrlich gesagt jetzt nicht so ein Fan von. Mit jeder neuen Season und jedem Split wird eure MMR zurückgesetzt, quasi eure Platzierung. Und ihr müsst zum Start einer neuen Season wieder diese 10 Platzierungsspiele machen. Wenn ein Split passiert ist, müsst ihr aber nur 5 Platzierungsspiele machen.
nächste Season wieder 10 Platzierungsspiele und so weiter und so fort. Sollte klar sein. Das Matchmaking in den Teammitgliedern soll verbessert sein, damit ihr theoretisch, wenn ihr mit Randoms spielt, ungefähr denselben Grad an Fähigkeiten habt. Ich zweifle aktuell noch daran, dass das funktionieren wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und der Gewinn bzw. Verlust, das haben viele kritisiert, kann ich mich erinnern, der Gewinn bzw. Verlust von Arena-Punkten durch MMR-Unterschiede, quasi der Unterschied zwischen euren Rängen, wurde angepasst bzw. reduziert. Hier kann ich aber nicht genau sagen. Ich habe gehört, viele haben sich beschwert, dass sie manchmal für einen Win gerade mal so 10, 12 Punkte gekriegt haben und ihre Teammitglieder für das Gleiche, was sie getan haben, im selben Rang manchmal mehr oder weniger bekommen haben. Also ich glaube, diese Arena-Geschichte, Rangliste ist noch nicht ganz ausgereift. Wir kommen zu Watson. Hier wird es interessant. Watson könnte man sagen, ist auf jeden Fall ein Rework. Es ist eine Menge, ist aber auch ein Nerf tatsächlich dabei. Ich lese euch das jetzt mal vor, weil alles kann ich auch nicht zu 100% vielleicht richtig interpretieren. Müssen wir mal sehen. Die Verlässlichkeit und Reaktivität bei der Platzierung von Watsons taktischer und ultimativer Fähigkeit wurde erhöht. Wahrscheinlich hast du manchmal einen Mast oder einen Zaun aufgestellt, der nicht so richtig funktioniert hat, so wie er sollte. Zweiter Punkt. Watson kann ihre taktische und ultimative Fähigkeit jetzt besser platzieren. Hier steht Augenhöhe. Da gab es wohl Probleme, dass man auf bestimmten Positionen, vielleicht auf einer Kiste oder so, keine Ahnung, dass man das da nicht richtig platzieren konnte. Das soll verbessert worden sein. Ihre Hitbox wurde ein wenig erhöht. Ob das jetzt mega spürbar ist, müssen wir sehen. Alle Watson-Mains können sich da gerne bei mir melden. Jetzt geht es rein um die taktische. Der Schaden beim Passieren eines Zauns wurde um 33% erhöht. Ihr kriegt jetzt 20 Schaden, wenn ihr durch einen feindlichen Zaun lauft und nicht mehr 15. Finde ich eine coole Sache. Ist bei Watson auf jeden Fall notwendig. Die Debuff-Dauer und jetzt bitte gerne auch die Watson-Mains in die Kommentare. Bekommt man einen Debuff, wenn man durch einen Zaun läuft? Das heißt, ich kann meine Fähigkeiten nicht einsetzen, so verstehe ich das. Gerne klugscheißen, wenn ihr mögt, und schreibt es in die Kommentare, was das bedeutet. Hier steht, Debuff-Dauer beim Passieren eines Zauns wurde um 100% erhöht, von 1,5 Sekunden auf Sekunden. Hier steht keine Zahl, also wahrscheinlich auf 3 Sekunden. Keine Ahnung. Also hier bitte mich gerne berichtigen, was genau das bedeutet. Ich weiß es wirklich nicht. So, die zulässige Zeit für einen neuen Treffer durch einen weiteren Zaun wurde um 100% erhöht. 0,5 auf eine Sekunde. Das heißt, wenn du zwei Zäune nacheinander passierst, bekommst du erst nach einer Sekunde wieder diesen Effekt von 20 Schaden zum Beispiel oder diesem Debuff. Und nicht schon nach 0,5 Sekunden. Habe ich auch noch nie gehabt, dass ich durch zwei Zäune kurz nacheinander gelaufen bin. Deswegen wusste ich überhaupt nicht, dass das so existiert. Die Cooldown-Zeit wird um 50% gesenkt. Das habe ich im letzten Video schon gesagt. Von 30 auf 15 Sekunden. Ordentliche Sache. Platzierungsreichweite, habe ich ebenfalls erwähnt, wurde auch um 50% erhöht. Das ist echt heftig. Die Verzögerung zwischen der Abschaltung und Reaktivierung von Zäunen, nachdem sie eine Verbündeter passiert hat, wurde um 60% verkürzt. Ihr kennt das, ihr lauft durch so einen Zaun als Verbündeter, dann geht er kurz aus, geht dann wieder an. Das dauert jetzt nur noch 0,4 Sekunden statt einer Sekunde. Sehr effektiv, wenn euch jemand verfolgt. Watson bewegt sich jetzt, als wäre sie unbewaffnet, wenn sie Zaunknoten vorbereitet oder platziert. Watson bewegt sich jetzt, als wäre sie unbewaffnet. Ach so, das heißt, sie kann sich ganz normal schnell bewegen, wenn sie Zäune platziert. Das heißt, wenn ich quasi so einen Zaun aktiviere, laufe ich wahrscheinlich so langsam, als hätte ich eine Waffe in der Hand. Jetzt habe ich es verstanden. Zaunknoten können jetzt platziert werden, sobald die Waffe bereit ist. Ihr müsst also nicht mehr bis zum Ende der Animation warten. Okay, war mir auch noch nicht klar. Jetzt kommen wir zur ultimativen Fähigkeit. Der Must-Output wurde grundlegend überarbeitet. Bedeutet im Einzelpunkt 2, 4, 6 Überarbeitungspunkte nur für den Must. Die Zahl der aktiven Masten, die Watson platzieren kann, wurde von 3 auf 1 reduziert. Hatte ich auch schon gehört, finde ich aber nicht, glaube ich, so dramatisch. Ein Mast bleibt nun für immer aktiv und verschwindet nicht mehr nach 90 Sekunden. War ursprünglich schon so, haben sie irgendwann mal eingeführt in irgendeiner Season. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher, 5 oder 6 war es, glaube ich. Der Mast hat jetzt einen Pool aus 250 Schilden, die auf Spieler in der Nähe verteilt werden können und nicht mehr unendlich viele Schilde. Ah,
Okay, das heißt, wenn du theoretisch alleine da drinne stehst, hast 100 Schild quasi in lila, kannst du da so lange drinne stehen bleiben, bis dir das zweieinhalb Mal komplett runtergeballert wurde. Und nach dem zweieinhalbten Mal bekommst du quasi keine Schildregeneration mehr. Das heißt, dir nützt dieser Mast nichts mehr, außer dass Granaten und diese ganzen Flugobjekte quasi abgehalten werden, außer natürlich die Kugeln. Die Schildregenerationsrate von Masten wurde um 150 fette Prozent erhöht. Die Regenerationsrate wurde angepasst. 2 Sekunden auf 5 Sekunden oder präzise gesagt, ach, 2 HP pro Sekunde auf 5 HP pro Sekunde auf die Schilder. Das ist natürlich echt ordentlich. Das heißt, du bekommst einen Lebenspunkt auf dein Schild in 0,5 Sekunden wieder. Nee, so war es vorher. Und jetzt sind es ein Lebenspunkt auf 0,2 Sekunden gerechnet. Das ist echt ein heftiger Buff, der Watson definitiv wieder spielenswerter macht. War definitiv zu langsam. Hat ein Mast keine Schilde mehr, lädt er die Schilde von Spielern nicht mehr auf, kann Explosionswaffen aber weiterhin zerstören. Das ist genau das, was ich eigentlich in Punkt 3, 250 Schilde rausgelesen habe. Ansonsten macht es ja keinen Sinn, dass das Ding unendlich steht. Also finde ich zumindest. Erleidet ihr Schaden, während sich eure Schilde über den Mast regenerieren, wird die kontinuierliche Regeneration um 1 Sekunde verzögert. Das heißt, erst 1 Sekunde, nachdem ihr kein Damage mehr bekommen habt, so wie es bei Octane zum Beispiel ist, seid ihr aus dem Gefecht raus, dauert es eine Sekunde und ihr werdet wieder regeneriert. Absolut krasse Sache. So, die UI auf Boden- und Hut-Elementen zeigt jetzt die in dem Mast enthaltenen Anzahl von Schilden an. Das heißt, ihr seht auf dem Boden, da wo mal dieser Kranz war, wie lange das Ding noch hält. So lese ich es raus. Da seht ihr, wie viel Schild das Ding noch regeneriert, bevor es keinen Sinn mehr macht, dieses Ding stehen zu lassen. Wenn ihr vielleicht schon einen zweiten Mast voll habt, zerstört ihr einfach den anderen und haut den nächsten hin. Das ist so meine Interpretation. Pinkt ihr einen verbündeten Mast, wird nun die Zahl der darin enthaltenen Schilde in Prozent angezeigt. Auch eine coole Sache, damit ihr seht, ob sich es lohnt, da überhaupt reinzulaufen. Als nächstes wurde die Zerstörung von Explosionswaffen durch den Mast überarbeitet. Das kann ich nicht hundertprozentig deuten. Explosionswaffen werden nun zerstört, wenn der Mast feststellt, dass sie in der Nähe und Sichtlinie der Masten einschlagen würden. Bisher wurden sie zerstört, sobald sie in Reichweite waren. Ich habe keine Ahnung. Im Rahmen der Änderungen wurden Probleme bei der verlässlichen Zerstörung von Explosionswaffen behoben. Betroffen waren insbesondere Luftangriffsfähigkeiten und von Oberflächen abprallende Explosionswaffen. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Balance-Änderungen, Waffen, Ausrüstung. Und damit stelle ich gerade fest, Watson ist die einzige Legende, die echt angerührt wurde. Okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. So, Versorgungsabwurfrotation. In dieser Season kehrt die Triple Take als Bodenbeute zurück und wird durch die G7 Scout. Wenn ich es nur lese, könnte ich schon anfangen rumzuheulen. Meine absolute Lieblingswaffe muss ich keinem groß erzählen, der meine Livestreams regelmäßig verfolgt. Ich finde es zum Kotzen, dass die G7 ins Care Package wandert. Punkt aus. Ende. Die Scout wandert dafür mit ausgerüstetem Doppelschuss-Trigger in den Versorgungsabwurf. Und hier bin ich mal gespannt, ob in den Patch Notes gleich noch mehr kommt. Ich habe nämlich das Gefühl, wer die Early Patch Notes vorhin gesehen hat, ich schieße kurz ein bisschen mit der G7, weil ich sie ja getestet habe. Und ich habe das Gefühl, dass im Einzelschuss die Waffe schneller feuert als in der Standardvariante. Ist zumindest meine Vermutung, zieht es euch rein. Solltet ihr das Patchnote-Video nur gesehen haben und das Early Patchnote-Video nicht, wie gesagt, dort gibt es exklusiven Content auf der Firing Range. Dort zeige ich euch alle Neuerungen, die ich vor diesem Video überhaupt gesehen, entdeckt, gewusst habe. Anpassungen, Doppelpatronen, nennt sich auf Englisch Double Shell, ist für die Meste von die 30-30 Repeaters ein neuer Hop-Up. Seht ihr auch in dem Early Patch Notes Video, ihr ladet quasi mit diesem Hop-Up 2 Patronen zeitgleich nach für die Repeater und für die Mastiff. Ist absolut effektiv. Lohnt sich in das Video reinzugucken, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Voll ausgestattete Rotation. Ach, das sind die goldenen Floorwaffen. Okay, hinzugefügt. Die goldene, oh, eine goldene Mastiff, halt die Luft an. Eine 30-30 Repeater habe ich in der Beta schon gefunden. Eine 301, eine Car und eine Longbow sind jetzt Gold. Entfernt wurden Friedensstifter Rampage, 45 Flatline
und Elektrogewehr. Eva 8, was ist hier los? Sie wurde genervt. Ja, sie wird genervt. Feuerrate wurde von 2,1 auf 2,0 gesenkt. Ich glaube nicht, dass das groß spürbar ist. Peacekeeper, die Kugelgröße wurde leicht erhöht. Chokezeit wurde von 1,5 auf 1,25 verkürzt. Das ist ein Buff. Ich finde 0,25 Sekunden bis zum kompletten Choke ist sicherlich sehr effektiv. Chokeschüsse bleiben beim Verlassen von ADS etwas länger gestrafft. Das finde ich natürlich auch cool. Das heißt, wenn ihr die komplett aufgeladen habt, könnt ihr kurz aus dem Aim gehen, geht wieder rein und sie ist immer noch vollkommen aufgeladen und da könnt ihr den präzisen Schuss nach ein paar kurzen, wenigen Augenblicken immer noch voll reinballern. Die Longbow. Das ist ja geil. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Die Longbow wird wieder genervt. Ich glaube, in der letzten Season wurde sie erst von 55 auf 60 gebufft. Pro Kugel Grundschaden. Jetzt wird sie wieder genervt. Haben aber viele gesagt, Grüße an Klaus, Longbow Meta Season 10, hieß es doch. Okay, die Elster, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe nämlich in der Beta festgestellt, sie überhitzte nach 30 Schuss bei einem Lila Mac, nicht bei 26. Das könnte sein, dass das hier ein Buff wird, was für mich keinen Sinn macht. Wir gucken mal. Laufeffektivität wurde für alle Seltenheitsstufen reduziert. Okay, also der Barrel Stabilizer ist nicht mehr so effektiv. Projektil-Kollisionsgröße wurde deutlich reduziert. Okay, die Projektile sind kleiner. Und Schaden von 18 auf 17 reduziert. Okay, die Elster wurde eigentlich komplett genervt. Und sie überhitzt nicht später. Das hat für mich auch in der Beta überhaupt keinen Sinn gemacht. So, jetzt kommen wir zur G7. Jetzt bin ich mal gespannt. Schaden von 34 auf 36. Ich zeige in einem extra Video auch nochmal auf dem Kanal hier. Wie krass die G7 ist, kommt in den nächsten Tagen. Doppelschuss wurde Versorgungsabwurf G7. Ja, das habe ich ja gesagt. Okay, es ist eine Versorgungswaffe, jetzt eine Care-Package-Waffe. Mehr wurde nicht geschrieben. Also wie gesagt, alle, die jetzt in der Vollversion ab nächste Woche die G7 finden, gebt mir mal bitte ein Feedback. Habt ihr auch das Gefühl, dass die im Einzelschuss schneller schießt? Ich bin ein absoluter G7-Freak. Also ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich so war. Versorgungsabwurf, Waffenquoten. Okay. Waffenkistenquoten in früheren Spielen von 25 auf 50% erhöht. Waffenkistenquote im mittleren Spiel 50 auf 75 erhöht. Und im Late Game sozusagen, das heißt, je nachdem, wie weit fortgeschritten ihr in einer Runde seid, erhöht sich die Chance, eine Waffe zu finden. Ich hatte tatsächlich im Early Game in der Beta schon ein leeres Care Package gefunden. Das ist echt frustrierend, wenn du dich auf eine Waffe freust. Und im Late Game quasi wahrscheinlich vierte, fünfte Runde hast du eine 100% erhöhte Chance oder 100% Waffenquote. Das ist natürlich eine starke Sache. Gefahrenzone, Goldbeutequote. Die Menge der in der Gefahrenzone gespawnten Goldbeute wurde erhöht. Ach so, also in der Hotzone quasi. In der Hotzone wurde die Spawnrate für goldene Items erhöht. Die deutsche Übersetzung im Vergleich zur englischen ist manchmal recht bescheiden. Deswegen muss man ja erstmal überlegen, was hier überhaupt gemeint ist. Herstellung, mehr Munition durch Herstellung. Oh, das ist fett. Das ist mir in der Beta schon aufgefallen bei der Sniper-Munition, die ich einmal, Achtung, auf meinem zweiten Kanal gibt es noch eine Runde, ein Win mit Ash. Da produziere ich nämlich Sniper-Munition und auf einmal hatte ich so viel Munition. Ich hatte mich gewundert. Leichte wird von 20 auf 60 erhöht. Das finde ich eine wirklich starke Änderung. Lasst mich kurz überlegen. Craften von Munition hat, glaube ich, 10 Crafting-Metalle gekostet. Schwere von 20 auf 60, Energie von 20 auf 60, Schrot von 8 auf 24, Pfeile von 16 auf 48 und Scharfschützenmunition von 12 auf 36. Das ist mal eine Änderung, die ich absolut befürworte. Die Herstellung von Munition wurde pro Waffe von 5 auf 10 verteuert. Hä? War das nicht immer 10? Ach so, natürlich, wenn du zwei verschiedene Waffen hast, hast du ja zwei verschiedene Munitionsdinger. Das heißt, 10 hast du immer bezahlt, bist du jetzt quasi bei 20. So verstehe ich es. Würde ich das sagen, weil 10 kostet es und du hast immer zwei Packs. Evo-Rüstungspunkte aus Herstellung von 100 auf 150 erhöht. Das ist aber auch stark. Okay. Kennt ihr noch Leute, die in dem Replikator ihr Schild pimpen? Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen. Kosten für Evo-Rüstungspunkte von 45 auf 50 erhöht.
Okay, ist teurer geworden. Ein Scharfschützenbündel wurde durch ein Schrotflintenbündel mit Doppelpatronen ersetzt. Ein Scharfschützenbündel wurde durch ein Schrotflintenbündel mit Doppelpatronen ersetzt. Verstehe ich nicht ganz das Letzte. Wahrscheinlich irgendein Hop-Up, irgendwas für Scharfschützen-Dingens ist jetzt nicht mehr zu produzieren im Replikator, sondern dafür die Double Shell, also die Doppelmunition für die Mastiff und die Repeater. Updates an gegnerischen NPCs. Prowler Gesundheit wurde im gesamten Spiel. Das heißt auch... Quasi, so interpretiere ich das, Rand der Welt, da steht es auch, Rand der Welt. Sie haben jetzt keine 90 HP mehr, sondern 114. Die sind echt ganz schön nervig, die Viecher, wenn du in so ein Prowler-Nest reinrennst und da zu viele kommen. Könnt ihr in diversen Gameplays auf dem und auf dem Apex-Inspector-Kanal feststellen. Prowler auf Rand der Welt und Schwärme auf Königsschlucht gewähren jetzt Evo-Punkte, 25% KI, zugefügter Schaden gewährt jetzt Fortschritte hinsichtlich eurer... Bla, bla, lese ich da nur. Ganz einfach, ihr könnt Prowler, ihr könnt Spinnen oder sonst irgendwelche Viecher töten. Ihr bekommt aber nur einen Bruchteil. Bei 25% deute ich, machst du 100 Schaden auf einem Prowler, bekommst du 25 Punkte auf dein Evo-Schild. Punkt aus Ende. Relativ simpel. Das heißt, und das erzähle ich in späteren Videos auch zur Genüge, du kannst dein Schild hochpimpen bei Spinnennestern und bei Prowlernestern. Coole Sache, aber es ist sehr gut, dass du es wirklich nicht High-End leveln kannst oder nicht so schnell, wie du dir das gerne wünschen wollen würdest. Arena Versorgungsabwurf. Versorgungsabwurf landet jetzt, falls möglich, außerhalb des ersten Rings und 10 Sekunden früher. Violette Waffen spawnen jetzt in früheren Runden häufiger. Die verschiedenen Multiplikatoren oder Zahlen, die spare ich mir jetzt einfach mal, weil das jetzt, glaube ich, nicht ganz so. Waffenpreis-Updates, glaube ich, scroll ich ganz langsam, macht Pause, wenn ihr das sehen wollt. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen, weil die Preise... Ich würde jetzt mal ganz ehrlich sagen, wen interessiert's? Benutzerfreundlichkeit, UI. Teammitglieder zeigen auf ihrem Ingame-Text jetzt an, dass sie sich selbst wiederbeleben. Nicht schlecht, wenn du ein goldenes Knockdown hast, okay. Neue VO für Spieler, um zu kommunizieren, dass sie keine Munition mehr haben. Okay. Arena-Kartenrotation zeigt jetzt 5 Karten an. Da siehst du schon mal vorab, welche Karte, was wir sich in einer Stunde vielleicht dran ist, finde ich auch eine coole Sache. Achtsamkeitsplaketten werden jetzt für alle Konten standardmäßig freigeschaltet. Whatever that means. Bugfixes. Wollt ihr wirklich die Bugfixes sehen? Nein, wollen wir nicht. Bugfixes finde ich immer sowas... Ich gebe auf diesen ganzen Bugfix-Kram erst dann was, wenn ich dann live im Spiel sehe, dass es auch wirklich alles was genützt hat. Jetzt gebt mir doch mal bitte ein Feedback. Was sagt ihr zu den Patch-Notes? Flashen die euch jetzt oder flashen die euch eher weniger? Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin jetzt nicht vom Hocker gerissen. Also, dass nur eine Legende Watson gebufft wurde mit einem Mini-Nerf, der überhaupt nicht interessant ist. Keine großen Waffenänderungen, also keine, die meiner Meinung nach der Rede wert sind, ist ja schon fast eine Enttäuschung. Das Einzige, was mich richtig hart nervt, dass CJ7 weg ist. Alles andere? Und die Kartenrotation. Das sind so ein paar Punkte, wo ich sage, die Kartenrotation, nur Stormpoint und World's Edge. Olympus werde ich nicht vermissen, bin ich ganz ehrlich. Aber King's Canyon, ich liebe einfach King's Canyon. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, ihr werdet garantiert... Die neue Map lieben. Sie ist einfach der absolute pure Wahnsinn. Ich bin auf jeden Fall auf eure geballte, kompetente Kommentarfreudigkeit gespannt und möchte gerne von euch wissen, was haltet ihr von den Patchnotes? Ich gebe das zum Schluss gerne nochmal zum Besten. Ich weiß, es ging den meisten Leuten in den letzten Videos mega hart auf den Sack, dass ich ständig von meinem Drittkanal erzählt habe. Aber da ist nun mal nachher der meiste Content aktiv. Geballt gibt es hier insgesamt 5 oder 6 Videos über Season 11. Auf dem Drittkanal gibt es, glaube ich, 15 kürzere. Ein großes, das ganz große ist jetzt schon aktiv, 40 Minuten Gameplay. Das sollte aber nicht überbewertet werden, weil in der Beta, das möchte ich auch hier euch nochmal sagen, wer das noch nicht mitgekriegt hat, die Beta war sehr, sehr rar an Spielern. Das heißt, die Lobbys waren sehr, sehr klein und du hast ganz, ganz selten Spieler gesehen. Deswegen, die Gameplays sind eigentlich eher...
um euch mal die Map so ein bisschen zu zeigen. Action und Mega-Gunfights sind da ganz, ganz, ganz selten. Was mich sehr, sehr ärgert, das fand ich total schade. Deswegen sollten definitiv mehr Spieler wahrscheinlich die Möglichkeit haben, die Season zu testen, damit man auch in der Beta-Phase einfach mehr Gegner findet. Würde ich zum Beispiel ganz geil finden. Wie auch immer, darum soll es hier aber nicht gehen. Und auf meinem Zweitkanal gibt es natürlich noch ein einziges Gameplay, ein Win mit Ash. Auch nicht das Nonplusultra. Ich kann nur sagen, dass ich in meinem Team den meisten Damage gemacht hatte und gleich viele Kills mit einem anderen. Guckt es euch an, ich bin auf eure Meinung gespannt. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Freue dich auf die folgenden Videos noch. Das war es jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten.